Ja, natürlich ist ein Seitensprung nicht toll. Aber muss nicht das Ende bedeuten. Wenn du Lydia erzählst, was in dir vorgegangen ist, dann versteht sie dich vielleicht und kann dir verzeihen. Gut, weißt du was? Du vergisst den Seitensprung einfach. Du sagst dir nichts. Du kapierst das nicht. Ja. Ich kann ihn nicht vergessen, weil es nicht irgendein Seitensprung war. Wenn Lydia jemals heraus will, mit wem? Also kennt sie die andere. Wer ist es denn? Ihre Mutter. Sie war verletzt und sauer auf ihren Mann. Ich frustriert wegen Lydia. Wir waren beide betrunken. Ich weiß, dass es dafür keine Ausreden gibt. Aber du hast dich nicht in sie verliebt, oder? In wen? In Katja! Nein, ich liebe Lydia. Aber ich habe sie nicht verdient. Ich verstehe einfach nicht, wie sie das ihrer Tochter antun konnte. Das darf Lydia niemals erfahren. Ich weiß. Lydia hat wegen ihrer Vergangenheit sowieso schon ein Vertrauensproblem. Wenn sie jetzt noch erfährt, was ihre Mutter und ich ihr angetan haben, daran wird sie kaputt gehen. Tja, unter diesen Umständen war es sogar das Richtige, sich nicht wieder auf sie einzulassen. Alles, was ich jetzt noch für sie tun kann, ist schweigen und Abstand halten. Ja, das sehe ich genauso. Ich hoffe nur, dass ich dazu stark genug bin.